Hi Leute, das ist Anu hier und willkommen zum Video zu den Patch Notes bzw. zu den Updates der Patch Notes für die Phase 2. Also die Sachen, nur die Sachen hier, die geändert wurden von Phase 1 zu Phase 2. Ich hau euch den Link, weil unten kommen noch ein paar hier. Seht das, diese ganzen Graphen, die ihr gerne durchgucken könnt, wenn ihr irgendwelche bestimmten Waffen sehen wollt, wie die sich verhalten. Hier gab es einen Fehler, irgendwie haben sie da eingefügt bei den Exos, da haben sie bei der Strega geschrieben, hier, dass die irgendwie Magazingröße von 20 hätte. Das stimmt aber nicht. Die 20 ist der extra Mod, der auf der Waffe drauf ist. Die hat nämlich 40. Deswegen, das ist ein bisschen strange. Das haben sie wahrscheinlich vergessen oder verpeilt. Bei den anderen ist es ähnlich. Deswegen, also bei einigen ist es ähnlich. Aber wie gesagt, die Änderungen hier, die besprechen wir jetzt und den Rest könnt ihr euch dann gerne anschauen, wenn ihr möchtet. Also, fangen wir an mit Season 2.0. Alle Modifikatoren, die Beschreibungen wurden überarbeitet. Und der Satellite Coating, Satellitenbeschichtungsmodifikator, Beschreibung der Stellite-Beschichtung wurde aktualisiert. Und die Schadensskalierung von Gewehren und Präzisionsgewehren pro Kugel gegen den Stellite-beschichtende Feinde von 10-mal auf 2-fach reduziert. Schaden aus der falschen Zone wurde von 10% auf 40% erhöht. Feindliche Gegenmaßnahmen. Der Modifikator jetzt auf Schwierigkeitsgrad legendär verfügbar. Mehr Feindtypen sind jetzt mit feindlichen Gegnermaßnahmen ausgestattet. Skalierung der Anwendung von feindlichen Gegenmaßnahmen entsprechend dem Weltschwierigkeitsgrad. Lautet auf normal 20%, schwer 40%, herausfordernd 60%, heroisch 80% und legendär 95%. Black Tusk Sturmtruppler und Werfer sind nicht mehr für die Stellite-Beschichtung berechtigt. Sie haben jetzt entweder den Master of None oder Requital Modifikator. Reduzierte Wahrscheinlichkeit, dass Feinde den Stellite-Beschichtungsmodifikator auf höheren Schwierigkeitsgraden wie heroisch haben. Und Abklingzeitwerte von aktiven Modifikatoren wurde angepasst. Alle haben nun denselben Wert von 55 Sekunden. Die vorrangigen Ziele, Funktion Aufheben wurde implementiert. Blockade der Siedlung als Aktivitätstyp wurde entfernt und Jefferson Plaza als Hauptmissionsziel zum Pool von Washington DC hinzugefügt. Neue Ausrüstung Legatus SPA des Brandset. Da ist ein Teil plus 30% Wechselgeschwindigkeit, zwei Teile plus 70% optimale Reichweite, drei Teile 15% Waffenschaden. Benannte Ausrüstungsteil Vigil mit Talent perfekt vielseitig. Verstärkt den gesamten Waffenschaden für 10 Sekunden beim Wechsel zwischen Primär- und Sekundärwaffe, wenn sie unterschiedlich sind. 45% gegen Feinde innerhalb von 15 Metern mit Schrotflinten und SMGs, PvP 35, 45 gegen Feinde außerhalb von 25 Metern für Gewehre und Präzisionsgewehre, PvP auch 35, 20% gegen Feinde zwischen 15 und 25 Meter für LMGs und für Assault Rifles für Sturmgewehre. Maximal einmal pro 5 Sekunden pro Waffentyp. Die benannte Maske Visionario hat das perfekte Attribut plus 50% optimale Reichweite. Virtuoso, das neue Gearset, zwei Teile plus 15% Waffenhandling, 15% Magazingröße, drei Teile 15% Waffenschaden, vier Teile ist Talent Symphonie. Töten eines Gegners außerhalb von 25 Metern gewährt 40% Waffenschaden für Schrotflinten, SMGs und Pistolen. 20% Waffenschaden für ARs und LMGs und 25% Bonusrüstung für 15 Sekunden. Töten eines Feindes innerhalb von 25 Metern. 40% Waffenschaden für Präzisionsgewehre und Gewehre. 20% Waffenschaden für Sturmgewehre und LMGs und 30% Kopfschussschaden für 15 Sekunden. Wiederholtes Töten von Feinden aus beiden Entfernungen baut Stapel auf. Bei 4 Stapeln werden alle Boni um das 1,5-fache multipliziert und gleichzeitig für 15 Sekunden ausgelöst. Brust- und Rucksacktalente. Talent Fortissimo verdoppelt die Waffenbonusschaden von Symphonie und Rucksackbonustalent Accelerando reduziert die benötigte Stapelanzahl für die doppelte Symphonie-Boni von 4 auf 3. Der Centurion-Holster, und da bin ich gespannt, ob der wirklich so kommt, der hat in der PTS Phase 1 einen Bug gehabt, dass er statt der Magazingröße hier nicht nur das gemacht hat, sondern auch die Waffe komplett aufgefüllt hat. Unter gewissen Voraussetzungen. Ich bin mal gespannt. Also der wird doch ziemlich geil. Auf jeden Fall. Centurios Scabbard. Exotisches Holster. Talent Konter. Waffenwechsel gewährt nacheinander folgende Boni.
im PvE 20% Feuerrate, 20% Waffenschaden. Beim zweiten 50% Magazingröße, 50% Nachladegeschwindigkeit. Im PvP ist 10% Feuerrate, 10% Waffenschaden, 25% Magazingröße, 50% Nachladegeschwindigkeit. Der Bonus bleibt so lange aktiv, ne, 12 Sekunden im PvE, 10 Sekunden im PvP oder bis man halt auf die nächste Waffe wechselt. Das Ganze funktioniert laut Anzeige nicht mit der Handfeuerwaffe. So, neue Waffen und Talente, die exotische FAL Strega mit dem Talent Unnerv. Töten eines Feindes markiert alle Feinde innerhalb von 10 Metern, das haben sie angepasst, das war höher. Und verursacht, der Schaden bleibt gleich, verursacht 15% verstärkten Schaden pro Markierung. Hier seht ihr die Waffen-Mods, die drauf sind. Das ist das, was ich eben angesprochen hatte, die hat 20% generell Standard und 20% Extra Rounds, dass er auf die 40 kommt. So, überarbeitet, ne, Vorschlag haben wir hatten es in den anderen schon, wurde markiert, wieder ein bisschen abgeändert. Granatenschaden markiert das Ziel. Markiert das Ziel allein 30% mehr Schaden an Rüstungen und haben minus 20% Bewegungsgeschwindigkeit. Im Moskito-Song. Treffer setzen Stapel auf Gegner. Bei 10 Stapeln zieht der Gegner auf den letzten Spieler und erleidet 25% mehr Rüstungsschaden. Die ganzen wurden angepasst und die beiden lassen sich jetzt richtig geil kombinieren. Besonders für, ne, wenn man entsprechende Aktivitäten macht, für Bosse in Kirchen wird das hier, glaube ich, absolut nice und denke ich in anders entsprechendem Content auch. Hier sind wir das erste, wie gesagt, das könnt ihr euch in Ruhe durchgucken. Da gibt es mehrere von den Bildern, wo das Ganze nochmal aufgezeigt wurde. Wir scrollen aber runter, beziehungsweise wenn ihr das selber sehen wollt, lasse ich euch das kurz hier offen. Könnt ihr ja pausieren. Und gehen dann hier zu normalen Waffen-Mods. Und hier habt ihr die Sache, dass 556er Magazin Infanterie statt 30% optimale Reichweite nun 70% gibt. Und der Unterlauf, der taktische Kurzgriff, gibt statt 10% Crit-Hit-Damage, gibt da 15% Crit-Hit-Damage. Ja, so könnt ihr auch ein bisschen ausgleichen und habt ein bisschen mehr Freiheit beim Basteln. Das sind nur die Änderungen, die jetzt für die beiden gemacht wurden. Da kam ja noch deutlich mehr hinzu. Richtig cool. So, dann haben wir hier vernichtend, ne, kritische Treffer erhöhen den Waffenschaden pro Stapel auf 25. Das war vorher und jetzt auf 20. Ne? Das hatten sie auf 17 runtergedreht oder 18. Ich glaube, 17 war es. Das ist total kurios. Das ist jetzt auf 20. Das heißt, also nun wirklich ein ganz kleiner Nerf dafür. Das passt auf jeden Fall. Und dann haben wir perfektes Allegro, was von 12% jetzt hoch ist auf 15%. Das war vorher auch mehr, ne? Durch 22 oder so. So, dann haben wir Sadist. Finde ich sehr, sehr cool. Da wurde es nochmal ein bisschen abgeändert, dass der Waffenschaden um 30% verstärkt wird und um 35% beim perfekten Talent gegen Ziele, die am Bluten sind. Und im PvP ist das Ganze auf 20 und 25%. Ja, also so wie es vorher geblieben ist, so ist es jetzt im PvP. Und dann das Brazen-Talent für die Schrotflinten. Das hat jetzt 3,5% verstärkten Schaden bei dem nächsten Schuss. Jedes Pellet, das trifft, wenn mehr als 6 Pellets treffen. Beziehungsweise 4. Im PvP ist das ein bisschen verringert. Dann beim 4-Teile-Heartbreaker-Talent. Da ist es so, dass der Bonusschaden von 1% auf 1,1% hoch ist. Heißt, so ein kleiner Buff fürs Heartbreaker, das haben sie so gelassen, das finde ich ganz gut. Bei Asse 8 gibt es 2 Teile Bonus, jetzt 15% Marksman Rifle Damage und Rifle Damage, also für Gewehre und für Scharfschützengewehre, das ist sehr, sehr cool. Wenn man Asse und 8 mit dem Gewehr spielen will, ist natürlich top. Stürmer hat man auch angesprochen, das war ja in TO 21, also den Live-Servern, dass der Rucksack von 0,65 auf 1% hoch ist. Jetzt geht er von 0,65 auf 0,9%. So, hier die restlichen Brandsets, guckt da einfach mal drüber. Wie gesagt, Link ist unten, ansonsten könnt ihr hier schön mal pausieren. Dann die exotischen Waffen, die Scorpio, die haben sie ja ein bisschen genervt gehabt zu Anfang. Da haben sie den Mittelweg gewählt und haben, das war vorher hier bei 3 Treffern, ist das Gift ausgelöst und immer so weiter. Und das haben sie so ein bisschen die Balance wahren wollen. So, bei der Elmo ist es auch so, da
sind sie auch ein bisschen zurückgerudert und haben halt dort auch die 70 Schuss im Magazin drin gelassen. Und die restlichen Werte von den Optics, von den Mods, die auf der Waffe drauf sind, die seht ihr hier. Und dann hier, wie gesagt, die beiden Bilder von den Exos, die sie angefasst haben. Wobei das halt, wie gesagt, nicht stimmt. Das ist nicht wahr. Auch bei der St. Elmo seht ihr hier, steht Magazingröße 40. Da kommt hier immer noch die exotische Mod mit drauf, die auch nochmal zusätzlich die Munition hochdrückt. So. Und das war's heute, das waren die bisherigen Änderungen. Ich denke mal, dass das plus der andere Kram, dass sich nicht allzu viel ändert, außer es fällt noch irgendwas auf in der PTS Phase 2. Ansonsten werden das wirklich zu über 90% unsere Patchnotes und die Änderungen werden, wenn das Ganze live geht mit der nächsten Season. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.